Hallo zu Inside Politics, Folge 50, heute mit Magister Andrea Schieder von der SPÖ, verbunden via Telefon. Ja, meine erste Frage an Sie zum EU-Wahlkampf: Wer ist eigentlich Andrea Schieder? Ich. Das weiß ich, aber wer ist Andrea Schieder? Also, was machen Sie, wer sind Sie, wie lange sind Sie schon in der Politik aktiv? Mein Name ist Andrea Schieder, ich bin zurzeit Abgeordneter des österreichischen Nationalrats, war Clubobmann der SPÖ, Finanzstaatssekretär, Staatssekretär für Verwaltungsreform und hallo? Ja. Ja. Gut, ich hab's. Es hat nur gerade in der Leitung geknackst, aber es geht schon wieder, ja. Ich trete jetzt für die Europawahlen an und bin der Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei für Europa. Und Sie wollen jetzt sozusagen ins Europaparlament einziehen. Ja, was möchten Sie in Europa bewirken? Was möchten Sie im Europaparlament machen? Mein Ziel ist, Europa sozialer zu machen. Es reicht nicht, wenn Europa einen guten Binnenmarkt hat. Es braucht auch ein Europa, wo die soziale Sicherheit an erster Stelle steht, wo der Mensch zählt und nicht der Konzern. Okay, also das heißt, Sie wollen eine europäische Sozialunion, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich möchte ein Europa, das soziale, wo die soziale Säule, die Sozialunion integriert. Jetzt ist es so, es gibt immer wieder auch Bezug nehmend auf die Sozialdemokratie den Vorwurf, dass diese ja doch sehr stark mit den Konservativen in Europa zusammenarbeitet und eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad daran Schuld trägt, dass eben die Rechtspopulisten in den europäischen Mitgliedstaaten immer mehr und mehr... Wenn ich Ihnen ganz ehrlich sage, dieses Argument ist wirklich blöd, weil es ist natürlich nicht so, dass die Sozialdemokraten Schuld am Aufstieg der Rechtspopulisten haben, sondern es sind zwei Dinge, die Schuld haben am Aufstieg der Rechtspopulisten, nämlich die aufgehende Schere zwischen Arm und Reich. Das bewusste Zerstören von öffentlicher Infrastruktur durch die Konservativen und Liberalen. Das zweite ist, dass die Rechtspopulisten eine große Gefahr für den Zusammenhalt von Europa darstellen und daher wird diesen Rechtsdruck auch verhindern müssen. Und wo sind Ihre Punkte, wo Sie sagen, Sie wollen die Gegenthese zu den rechtsnationalen, zu den rechtspopulistischen Parteien sein? Die habe ich ja gerade formuliert. Wir wollen ein Europa, wo die soziale Dimension gestärkt ist. Aber es geht um viele Politikbereiche. Europa muss die Zukunftsfragen beantworten und ich bin auch absolut überzeugt, dass der Politikansatz der freiheitlichen und anderen Rechtsparteien nicht zu Ende gedacht ist. Denn der Ansatz der Nationalstaat solle wieder mehr entscheiden, heißt eigentlich, dass vieles nicht entschieden wird. Wenn es große Steuerprivilegien für große Konzerne gibt, dann sind sie nur auf europäischer Ebene zu beseitigen. Wenn man sagt, man möchte sie in den einzelnen Staaten bekämpfen, dann sind wir bei dem Stand, bei dem wir jetzt sind, dass es diese Privilegien gibt und sie niemand beseitigen. Das ist zum Teil richtig. Gestern hatte sie auch das ist die. Ganz richtig. Ja. Das ist jetzt Ihre Meinung. Gestern hat es diese Konfrontation gegeben im ORF und im deutschen Fernsehen zwischen Timmermans und Weber. Da ging es auch natürlich stark um das Thema Sozialunion. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass ausgerechnet Herr Timmermans ja Kommissionspräsident ist und da könnte man ja dann auch genauso als Argument sagen, naja, die Sozialdemokraten waren jetzt 5 Jahre lang eben mit den Konservativen gemeinsam in einer Koalition. Warum ist es dann nicht zu besseren sozialen Standards gekommen? Ja, Herr Timmermans ist für einen Vizepräsident der Kommission, nicht Kommissionspräsident. Entschuldigung, ja, Vizepräsident, ja. Dass man das richtig sagt. Und seine Zuständigkeit in dem Bereich ist Rechtsstaatlichkeit. Und er hat gerade den Kampf gegen das Aufweichen von europäischen Rechtsstandards, den Kampf gegen die Abschaffung von europäischen Rechten wie Ungarn oder in Polen federführend geleistet und ist genau dafür bekannt geworden. Das ist richtig.
Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich generell die Thematik Artikel 13 war jetzt in den letzten Monaten ein sehr großes Thema. Da hat sich zum Beispiel Herr Timmermans in der gestrigen Debatte sehr wohl für Upload-Filter und auch für die derzeitige Lösung ausgesprochen. Allerdings, Ihre Fraktion hat im Parlament an sich dagegen gestimmt. Wie passt das zusammen und wird es da Ihrer Meinung nach unter Ihrer Führung noch einmal Nachgespräche geben müssen? Nein, ich bin absolut dieser Meinung, dass die Upload-Filter eine falsche Antwort im Internet kaputt machen. Und deswegen haben auch die sozialdemokratischen Abgeordneten aus Österreich gegen die Upload-Filter gestimmt. Ja, aber das heißt, Sie werden jetzt aber trotzdem kommen und der Herr Timmermans, mit dem Sie ja dann auch in Brüssel zu tun haben werden, der hat sich ja eigentlich dafür ausgesprochen. Ja. Ich bin gegen Upload-Filter. Okay. Generelle Frage, wie sehen Sie das Thema Bürgerjournalismus oder generell Transparenz im Medienbereich? Soll es da Ihrer Meinung nach auch in Zukunft mehr Freiheiten geben, die auch sozusagen in die nationalen Gesetzgebungen über eine EU-Richtlinie kommend eingebaut werden? Tut mir leid, das kann ich Ihnen jetzt nicht ernsthaft beantworten, weil ich kenne die Vorschläge nicht. Okay. Und wie soll Ihrer Meinung nach das Thema Strafverfolgung im Internet aussehen, also sprich die Thematik, Österreich möchte jetzt diese Klarnamenpflicht einführen. Da spricht sich Herr Timmermans dagegen aus, Herr Weber wiederum dafür. Wie ist da Ihr Standpunkt und glauben Sie, dass man das auch... Ich bin absolut der Meinung des Herrn Timmermans. Und glauben Sie auch, dass es da eher eine europäische Lösung geben sollte, anstatt nationale Einzelschritte? Absolut. Gut, dann komme ich kurz zum Ask Me Anything. Da ging es eher um eine innenpolitische Frage. Sie haben im letzten Jahr versucht, Obmann der Wiener Partei zu werden. Und in weiterer Folge kam es ja dann auch zu einem Wechsel innerhalb Ihrer Fraktion, also der Sozialdemokratischen Partei, wurde gewechselt von Kern auf Randy Wagner. Wie stehen Sie jetzt zu Ihrer neuen Vorsitzenden und wie wichtig ist es Ihnen, dass es eine Frau an der Spitze der Sozialdemokratie gibt? Ich halte Sie für eine hervorragende Parteivorsitzende und bin sehr stolz auf Sie, weil es auch endlich Zeit geworden ist, dass eine Frau an der Spitze der SPÖ steht. Gut. Und dann hätte ich noch eine Frage bezüglich dem Thema, was ist sozusagen nach der Politik? Sie stehen jetzt mitten in Ihrem Leben. Angenommen, Sie würden in 5 oder 10 Jahren der Politik den Rücken kehren. Was könnten Sie sich da vorstellen, was Sie da machen könnten? Kann ich vieles. Möchten würde ich gerne dann Hüttenwirt sein. Auf einer Berghütte. Also ein bisschen in der Einsamkeit. Das heißt, Hüttenwirt auf einer Berghütte. Ja. Das heißt, dort so einsam ist es gar nicht auf Berghütte, weil bei Naturfreundehütten kommen viele Wanderer und Wandererinnen vorbei. Man trifft viele Leute, aber hat auch diese Abgeschiedenheit. Ich verstehe. Und wie wichtig ist es Ihnen, weil eben die Berge, die stehen ja auch für Österreich, wie wichtig ist es sozusagen in Brüssel österreichische Kultur und nicht nur Interessen zu vertreten? Was meinen Sie damit? Ich meine damit... Sehr wohl für österreichische Kultur, das heißt, ich will auch meine europäischen Kollegen zu Wanderungen durch die wunderbare Berglandschaft Österreichs einladen und sicherlich auch das ein oder andere Mal groß aufkochen mit österreichischen Schmankerl, dem Herzstück der österreichischen Kultur, wie Wiener Schnitzel und Tafelspitz. Okay, ja, das hört sich kulinarisch an. Ja, damit sind wir auch schon bei Brüssel und beim Thema, wie wollen Sie Europa transparenter machen und was sind Ihre Ziele, Brüssel bürgernäher zu machen? Um Brüssel bürgernäher
Gründen geht es auch darum, einen starken Austausch mit der Bevölkerung zu machen. Das ist das, was ich die letzten 10 Jahre praktiziert habe, dass ich regelmäßig in Österreich auf Tour war. Und gerade als Europaabgeordneter sehe ich es meine Pflicht, durch Österreich zu Touren und Europagespräche zu führen. Und ich werde das erfolgreiche Format der digitalen Sprechstunde in Brüssel besonders passieren, sodass man jede Woche die Möglichkeit hat, direkt mit mir über Facebook auch zu kommunizieren, alles zu fragen und auch die Antworten zu bekommen. Also das heißt, es ist für Sie auch sehr wichtig, sozusagen über die sozialen Medien direkt an die Bürger ranzukommen. Absolut, das ist glaube ich die große Chance der sozialen Medien, dass man eine große Direktheit in der Kommunikation auch haben kann. Wie stehen Sie? Ja, natürlich. Wie stehen Sie da eigentlich dazu? Facebook hat jetzt Wahlwerbung eingeschränkt. Das ist jetzt seit knapp einem Monat aktiv, also so ungefähr seit Anfang April, dass eben zum Beispiel das Parlament nur noch über die jeweiligen Leitstellen in den Ländern Werbung schalten kann oder Informationen schalten darf. Ähnlich geht es auch für Medien. Und auch die Parteienfamilien können eben nicht mehr zentral von Brüssel aus ihre Messages via bezahlter Werbung oder bezahlter Kommunikationsmittel via Facebook schalten, sondern immer nur dann, wenn es jemanden gibt, der die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes vorweist und auch dort lebt. Ja, ich bin absolut im Internet für Transparenz und Datenschutz, bin aber auch für stärkere Kontrolle dieser digitalen Giganten, wie zum Beispiel Facebook, Amazon, Google. Würden Sie also dann auch den Satz unterschreiben, wenn man sagt, Regulierung ist eine Errungenschaft? Ja. Gut. Dann hätte ich jetzt noch abschließend eine Frage an Sie. Erklären Sie dem Wähler, warum man Sie wählen soll in 30 Sekunden. Ich finde, Europa muss endlich sozialer werden. Ein soziales, ein starkes, ein demokratisches Europa ist die beste Antwort auf die Zerstörung der Rechten. Ich will Europa vor dem Rechtsruck schützen. Das waren jetzt weit weniger als 30 Sekunden. Herzlichen Dank, Herr Magister Schieder, fürs Interview. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück. Danke wieder. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.